Hongkong ist wirklich eine Stadt der Superlative. Es ist die Stadt mit den meisten Wolkenkratzern der Welt und den höchsten Mietpreisen. Aber nicht nur das. Moderne und Kultur und Natur treffen direkt aufeinander. Die Stadt hat viele unserer Erwartungen zu 100% bestätigt. Vieles hat uns aber komplett überrascht und teilweise auch echt verstört. Wir nehmen euch mit und zeigen euch, wie diese außergewöhnliche Stadt so tickt. Unsere Reise nach Hongkong, Baby, startete dabei ganz anders als die bisherigen Reisen in asiatische Länder. Zur Einreise muss man einen negativen Corona-Test vorweisen und eine Gesundheitserklärung ausfüllen. Die wurde im Flugzeug ausgehändigt und man musste sie an der Passkontrolle dann abgeben. Eigentlich stand im Internet, es ist Pflicht, einen Corona-Test nachzuweisen, aber das hat uns jetzt niemand gefragt. Wir sind gut durchgekommen ohne. Das Traurige ist, es gibt leider keinen Stempel im Reisepass. Hongkong ist ein Stadtstaat aus vielen Inseln, wobei der Flughafen eher außerhalb auf einer kleineren Insel gelegen ist, während das Stadtzentrum auf Hongkong Mainland und Hongkong Island verteilt ist. Deshalb muss man mit dem Zug erstmal zum Hauptteil der Stadt fahren. Direkt nach der Baggage Claim kann man auch schon das Zugticket kaufen, um in die Stadt zu fahren. Nach Hongkong kostet zum Beispiel 115 pro Ticket. Wir müssen jetzt nach Tsingy. Kostet 70 Hongkong-Dollar pro Ticket. Ist schon teuer. Und bezahlen tut man dann mit Karte. Auf dem Weg zum Zug sind wir auch gleich am Tourism Board vorbeigekommen und die haben uns wirklich mit einem Geschenk überrascht. Da kann man hingehen und da kann man sich dann so einen kleinen Voucher abholen. Das ist super krass, da gibt es dann ein Freigetränk in einem Hotel oder einer Bar seiner Wahl, wo man verschiedene zur Auswahl hat. Wir checken das aus im höchsten Hotel von ganz Hongkong. Der Zug war super einfach zu finden und total modern und sauber. Man hatte natürlich WLAN. Super praktisch, hier im Zug kann man sich direkt im WLAN über alle Sehenswürdigkeiten in der Stadt informieren. Sodass man die 24 Minuten auch gleich gut nutzen konnte. Tickets brauchte man bisher nicht. Aber um rauszukommen aus der Station, muss man sie scannen. Wir holen unsere SIM-Karten eigentlich in jedem Land im 7-Eleven. Dort werden sie direkt vor Ort aktiviert und wenn man ein Problem hat, hat man auch einen Ansprechpartner. Darüber hinaus sind sie auch ziemlich günstig. Dabei die erste Entdeckung, veganes Jerky. Das hat uns wirklich Hoffnung gemacht, dass Hongkong vegan und vegetarisch freundlich ist. Ob das erfüllt wurde, erfahrt ihr gleich im Video. Dann ging es für uns erstmal zum Hotel. Und man muss Maske in der Öffentlichkeit tragen. Unser erstes Hotel war recht außerhalb der Innenstadt, eher in den traditionellen Wohngebieten von Hongkong. Und hier hat man ganz klar gesehen, dass Hongkong eine 10-Millionen-Stadt ist. Von der Zugstation sind wir in einen kleinen 11-Sitzer-Bus umgestiegen und dann damit zum Hotel gefahren. Die Fahrt war schon echt spannend, aber für uns auch total erschreckend irgendwie. Alles, was man gesehen hat, waren riesengroße Betonkomplexe, kein einziger Baum und kein Park in der Stadt. Dadurch und durch die abgeblätterten Farben der Wohnblöcke sah die Stadt so farblos und trist aus. Fast wie eine Geisterstadt, in der irgendwie doch noch Menschen leben. Die Häuser waren so hoch wie Wolkenkratzer, nur ein ganz alt. Von außen betrachtet sahen die Wohnungen Mini aus und ein Haus hat wahrscheinlich hunderte, wenn nicht tausend Menschen beherbergt. Alles sah auch so gleich aus, wie eine riesengroße sozialistische Stadt, in der Leben und Wohnen irgendwie nur Mittel zum Zweck sind. Dafür geben die Hongkongianer ihr Geld aber für etwas anderes aus. Autos. Im Rest von Südostasien sehr, sehr selten, aber hier ganz viele. Zum Beispiel auch Tesla, gerade eben Maserati, Lamborghini. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Rolls-Royce und Bentleys gesehen, wie dort innerhalb von ein paar Tagen. Wir sind dann in die Innenstadt gefahren und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was uns da alles erwartet hat. Hongkong hat ein super ausgebautes Öffi-Netz. Um mit der Straßenbahn zu fahren, kauft man an den Automaten in Cash ein Ticket. Man bekommt dann so eine Papierkarte für die Fahrt und checkt damit am Bahnhof ein und aus. Fahrten sind super günstig, zwischen 50 Cent und 1,50 pro Fahrt. Alles easy. Wir sind jetzt in der Innenstadt von Hongkong angekommen und der Vibe ist einfach ganz anders als außen. Die Häuser sind zwar gleich hoch, aber viel, viel schöner. In zweiter Reihe sieht man zwar, dass es immer noch ein bisschen abgegrenzt ist. Es sind so viele Menschen hier. Extrem viele Fußgänger, die hier shoppen gehen und alles. Und das Lustige, der Verkehr ist zwar laut, aber es gibt keinen Roller. Wir haben noch keinen einzigen Roller gesehen. Das haben wir so noch nie. Dafür haufenweise Busse. Doppeldeckerbusse erinnern einfach so an England. Gibt so ein cooles Feeling. Die Stadt wirkt super bunt und wuselig. Ihr kennt bestimmt die Bilder von Tokio mit den vielen bunten Reklametafeln, super vielen Menschen und natürlich ganz viel Verkehr. So ist Hongkong Mainland auch. Über den Köpfen sind überall knallige Reklametafeln in chinesischer Schrift. Dieses Flair kennt man aus europäischen Großstädten so gar nicht. Die Stadt ist unfassbar laut! Es geht gar nicht! Ich habe gerade auch festgestellt, wir haben schon ewig nichts gegessen und trotzdem habe ich überhaupt keinen Hunger. Das kenne ich so gar nicht, aber ich glaube einfach, weil hier so viel los ist, hier passiert so viel, dass der Körper gar nicht dazu kommt, das Hungergefühl zu entwickeln vor Aufregung. Ich bin so ein bisschen ein Stressesser und hatte Bock auf Eis. Ich glaube, der Hongkong McDonald's ist der coolste McDonald's, den ich je gesehen habe. Hier gibt es einfach Pizza und Pasta und übelst fancy Kaffeeschaum und dann gibt es hier Mochi-Eis. Daneben haben wir einfach einen Laden mit Einmachgläsern mit
Babymäusen und Schlangen im Glas gesehen. Das Ganze sah zwar aus wie eine Apotheke, aber wir sind uns nicht sicher und wir wollen auch eigentlich gar nicht wissen, was man damit macht. Hier sind einfach 50 Schuhläden nebeneinander. Das ist tatsächlich gar nicht so unüblich. In Asien gibt es oft irgendwie Straßen, wo ganz viele gleiche Läden nebeneinander gebaut sind, zum Beispiel Technikläden oder auch Juweliere. Einfach ein Bambusgerüst, wie geil. Wie kann das bitte halten? Die Taxis geben mir irgendwie so einen Vibe hier, das ist wirklich krass. Wir haben hier auf jeden Fall schon 3 verschiedene Taxi-Apps probiert und die gingen alle nicht. Also man muss die Taxis wirklich Hand raushalten und vor Ort einfach nehmen. Aber auch das ist noch nicht das coolste Transportmittel der Stadt. Dadurch, dass hier in der Mitte zwischen den Straßen immer richtig viele Palmen stehen, fühlt es sich auch ein bisschen an, als wäre man so in Miami oder Los Angeles. Hongkong, ihr wisst, wie man geile Bubble Teas macht. Mm. In Hongkong gibt es sogar für die Busstation vorgegebene Plätze für eine Schlange, an der man sich anstellen muss. Insgesamt gab es in Hongkong Mainland ziemlich wenig Grün, bis auf einige Alleen. Aber dafür gibt es architektonisch einfach unfassbar viel zu staunen. Was sich in diesem Gebiet angefühlt hat wie Miami, hat sich in 100 Metern einfach in Hollywood verwandelt. Wir laufen gerade auf die Waterfront Richtung Hongkong Island zu und es sieht einfach jetzt schon so spektakulär aus, was wir durch die Bäume sehen. Ich bin richtig gespannt, mehr zu sehen. Dort ist die sogenannte Avenue of Stars. Das ist das asiatische Pendant zum Walk of Fame in Hollywood. Und im Hintergrund sieht man auch schon Bruce Lee und die Skyline. Bruce Lee gilt als Schauspieler-Idol von Hongkong, kommt von hier. Und ich würde sagen, den kennt eigentlich jeder. Auf jeden Fall der bekannteste, einer der bekanntesten Schauspieler der Welt. Die Avenue of Stars ist hier auf dem Geländer zum Wasser hin. Dort sind ganz viele Handabdrücke von verschiedenen berühmten Schauspielern. Ich weiß nicht, was ich zu diesem Bus sagen kann. Er soll auf jeden Fall ins Video. Er hat ein österreichisches Kennzeichen. Ich glaube, das offendet alle VW-Mitarbeiter. Jetzt. Aber uns hat etwas anderes eigentlich noch viel mehr überrascht. Hongkong ist die Stadt mit den meisten Wolkenkratzern weltweit und gerade auf Hongkong Island sieht man das auf jeden Fall. Wir haben uns vorher einfach noch überhaupt keine Bilder oder Videos angeguckt zur Innenstadt und zu Hongkong selbst. Es ist einfach übel krass, wie hier die Skyline aussieht. Das ist Wahnsinn, das habe ich noch nie gesehen. Es gibt insgesamt 546 Gebäude mit einer Höhe von mehr als 150 Metern. Zum Vergleich, Platz 2 New York hat nur 300. Hongkong hat also fast doppelt so viele Wolkenkratzer. Dann ging es auch schon weiter zur Waterfront. Die ist super, super schön und stilvoll angelegt. Es gibt mega viele Sitzgelegenheiten, kleine Springbrunnen und die Aussicht ist natürlich der absolute Hammer. Der wohl schönste Weg, die Wolkenkratzer anzugucken, ist wahrscheinlich direkt vom Wasser aus und deswegen nehmen wir jetzt das öffentliche Boot. Mal gucken, wie viel das kostet. Rüber auf Hongkong Island. Man muss erst in das Ferry Terminal reingehen und dann kann man bezahlen. 2 Token, das hat jetzt so 6,4 Hongkong-Dollar gekostet und das sind ca. 70, 75 Cent für uns beide zusammen. Einfach richtig billig. Alternativ kann man auch mit der Bahn auf Hongkong Island fahren. Die ist aber etwas teurer und unterirdisch. Das heißt, man sieht einfach nichts. Sie ist also nicht mal halb so cool. Wir sind jetzt hier zur Sonnenuntergangszeit und das ist richtig, richtig schön, weil alle Häuser so mega schön orange angestrahlt werden. Kann man nur empfehlen. Die Skyline ist auch einfach so krass mit den Bergen im Hintergrund und den Hochhäusern. Es ist so schön. Hongkong Island wirkt einfach nochmal ganz anders als die Randbezirke und als Hongkong Mainland. Diese Vielfalt kennen wir bisher von keiner anderen asiatischen Stadt. Ist jetzt ein bisschen ein random Fact, aber hier gibt es super viele öffentliche Toiletten. Wir sind auf der Insel dann erstmal in einen Park am Ufer gegangen und auch der war richtig, richtig schön angelegt. Gratis WLAN mitten an der Promenade, auch nicht schlecht. Tiere dürfen einfach den oberen Parkteil nicht betreten. Okay. Hongkong Mainland sieht auf jeden Fall nicht mehr ganz so krass aus. Hongkong Island hinter uns dagegen ist eine der teuersten Regionen der Welt zum Mieten und sicherlich auch zum Kaufen. Wir laufen gerade ein bisschen auf der Insel rum auf dem Weg zum Essen und es ist Sonnenuntergang und es ist einfach so schön, weil die Sonne hinter den ganzen Hochhäusern untergeht, wirklich traumhaft. Auf Hongkong Island haben wir dann das coolste Transportmittel der gesamten Stadt entdeckt. Ganz typisch in Hongkong Island, diese doppelstöckigen Straßenbahnen. Sehen die nicht cool aus? Während die Randbezirke regelrecht nach sozialistischen Plattenbauten aussehen und Hongkong Mainland so dieses verquirlte, verspielte, bunte Feeling hat, ist Hongkong Island einfach super modern und wirkt einfach wie das Finanzdistrikt der Stadt. Das Haus besteht einfach aus einem Bildschirm. Die Stadt ist auch super, super hügelig. Was man hier sieht, das liegt daran, dass hier ganz viele Berge auf der Halbinsel sind, beziehungsweise in der ganzen Region. So steil, dass es sogar eine Rolltreppe in der Stadt gibt, die 800 Meter lang ist und dabei 125 Höhenmeter überwindet. Die Berge gibt es auch außerhalb der Stadt, wo es so richtig
richtig, richtig schöne Natur gibt mit traumhaften Bergen und richtig krassen Stränden. Für mich persönlich war es der schönste Strand, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Und da kann man auch toll wandern gehen, das ist wirklich ein Paradies. Insgesamt muss man zugeben, dass Hongkong nicht nur bei den Mietpreisen extrem teuer ist. Auch beim Essen haben wir unser Budget regelmäßig gesprengt. Leider gibt es nicht wirklich günstige Streetfood-Alternativen wie in anderen Großstädten hier. Deshalb muss man meistens auf ziemlich teure Restaurants zurückgreifen. Also wir waren gerade essen. Wir hatten jeweils zwei Gerichte und es war nicht mal wirklich ein Gericht, es war mehr wie so ein Snack. Ja. Und jeder dazu noch so eine Flasche Tee. Und es hat einfach 40 Euro gekostet. Es hat sich mal absolut gar nicht gelohnt. Das war einfach so verschwendetes Geld. Um nochmal zum veganen Beef Jerky zurückzukommen, diese Vorstellung hat sich leider überhaupt nicht bewahrheitet. Es gab gefühlt nichts Vegetarisches und wir mussten meistens auf irgendwelche kleinen Snacks zurückgreifen, die uns über den Tag gebracht haben. Wenn ihr wissen wollt, wie weit man in Hongkong mit 100 Euro kommt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und aktiviert die Glocke. Ciao! Tschüss!